Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Wer es noch nicht weiß, ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Und wie man sicherlich unschwer hören kann, ich bin gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen, habe ein bisschen Husten, ein bisschen Schnupfen, einfach nur Unwohlsein. Und was hilft bei sowas am besten? Natürlich ein vernünftiger Eintopf. Deswegen machen wir uns heute den Ostklassiker schlechthin. Wir werden uns eine Soljanka machen. Alles, was ihr rund um das Video hier wissen müsst, wie die genauen Mengen und das ausführliche Rezept, steht unten in der Videobeschreibung. Und jetzt gucken wir uns die Zutaten an. Und starten werden wir da mit der Fleischeinlage. Da gibt es ja viele Variationen. Ich habe jetzt hier so die Standardvariante. Das heißt, wir brauchen so ein bisschen Speck. Dann brauchen wir Jagdwurst, diese einfach nur gewürfelt. Und Salami auch einfach nur gewürfelt. Das sind einfach so Wurstrestabschnitte. Man kann natürlich auch Kassler nehmen. Man kann Bratenreste nehmen. Man kann auch noch so ein bisschen Schweinefleisch da reinmachen. Da muss man dann gucken, wie man es machen möchte. Aber wir behalten es heute ganz einfach. Außerdem brauchen wir Zwiebeln, diese einfach nur grob gewürfelt, dann Gewürzgurken, auch die müsst ihr einfach nur würfeln. Außerdem brauchen wir hier so ein Lecho-Gemüse, das bekommt ihr in jedem Supermarkt. Und zum Würzen brauchen wir einfach nur ein bisschen Salz und Pfeffer, dann habe ich hier noch so ein paar Chiliflocken, alternativ könnt ihr da auch eine frische nehmen. Dann brauchen wir ein paar Lorbeerblätter und ein paar Pimentkörner. Und der flüssige Part sieht wie folgt aus. Da brauchen wir einmal einen Gemüsefond. Darauf achten, dass der relativ salzarm ist, weil das meiste Salz kommt durch die Wurst und so weiter und so fort. Nicht, dass es nachher zu salzig wird. Dann brauchen wir diesen Gurkenaufguss von den Gewürzgurken. Und zum Anbraten brauchen wir ein bisschen Margarine. Das waren dann unsere Zutaten, alles wieder recht überschaubar und ich sage gleich von vornherein, das hier ist jetzt wirklich nur so das reine Grundrezept. Man kann da variieren, wie gesagt eben anderes Fleisch könnt ihr nehmen, noch anderes Gemüse und so weiter und so fort. Da müsst ihr gucken, weil Soljanka-Rezepte, das ist wie russisch Schaschlik, da gibt es 1000 Stück und nie ist es richtig. Also von daher machen wir das heute so und ich denke mal, das wird richtig lecker. Wie es geschnippelt sein sollte, habt ihr auch gesehen, weil das haben wir heute wieder vorweg gemacht. Von daher können wir dann gleich starten, deswegen gehen wir rüber an den Dutch Oven. Dann hat der Dutch Oven auf meinem Hockerkocher Platz genommen, weil für das Rezept brauchen wir heute nur Unterhitze. Möchtet ihr Kohlen nehmen, macht ihr da so circa 15 bis 20 Stück. Die sollten dafür ausreichend sein. Der Topf sollte mittlerweile auch so ein bisschen heiß sein. Da geben wir jetzt zuerst die Margarine rein, dann lassen wir die schmelzen. Und wenn die Margarine dann geschmolzen ist, geben wir zuerst die Zwiebeln in den Topf. Und die werden wir jetzt erstmal so ein bisschen glasig andünsten. Und sind die Zwiebeln dann glasig, kann der Speck dazu, dann die Salami und die Jagdwurst. Und auch das werden wir jetzt so ein paar Minuten mit anbraten. Als nächstes können dann die Gewürzgurken dazu, die Chiliflocken. Das verrühren wir gut und geben dem noch mal so 2 Minuten. Und wenn die Zeit rum ist, geben wir das Lecho dazu. Auch das rühren wir einmal unter. Dann gießen wir das Ganze mit dem Fond auf. Als nächstes kommt dann so ein Schuss von dem Gurkenwasser. Da nehmen wir erstmal nicht alles. Da erstmal nur einen Schluck, das können wir später noch abschmecken. Als nächstes können wir dann so ein bisschen Pfeffer dazugeben. Mit dem Salz, da warten wir noch. Das machen wir dann beim Abschmecken. Hier in dem Teebeutel befinden sich dann die Lorbeerblätter und die Pimentkörner, diese angedrückt. Die geben wir so mit da rein. Drücken die einmal unter. Dann können wir sie später leichter rausfischen. Und kauen nicht auf den Blättern bzw. auf den Pimentkörnern rum. Ja, und dann hole ich mir jetzt den Deckel. Den geben wir dann hier drauf. Und dann lassen wir das so gute 30 Minuten bei leichter Hitze vor sich hinköcheln. Nehmt ihr Kohlen, macht ihr jetzt nur noch so 10 Stück drunter. Und dann lasst ihr das, wie ich ja gerade schon gesagt habe, so 30 Minuten vor sich hin blubbern. Ja, und dann sehen wir uns wieder.
Dann wären auch die 30 Minuten rum. Wir schauen mal rein. Und wie man sehen kann, das blubbert wirklich nur ganz leicht. So, dann muss noch einmal verrühren. Als nächstes werden wir dann mal probieren. Vom Salzgehalt her ist es top, aber ein bisschen Pfeffer kann auch dran. Dann kann er noch ein Stückchen von dem Gurkenwasser dazu. Und da wir durch das Lecho und Gurken und Gurkenwasser so eine leichte Säure haben, kann man da immer ganz gut entgegenwirken, indem man so ein bisschen Zucker dazu tut. Ich nutze da immer Kokosblütenzucker. Ihr könnt natürlich Braunzucker nehmen oder normalen, das ist egal. Da werden wir jetzt auch noch mal so ein bisschen was zutun. Dann rühren wir das unter, geben dem Ganzen noch mal 5 Minuten und dann sehen wir uns drüben, wenn wir das Ganze probieren. Die 5 Minuten sind dann auch rum, somit ist unsere Soljanka fertig. Was ich jetzt noch sagen möchte ist, ihr seht, das ist jetzt schon gut angedickt. Für mich passt die Konsistenz. Wenn ihr jetzt merkt, bei euch ist das zu flüssig, dann könnt ihr das Ganze natürlich noch so ein bisschen andicken mit Ketchup oder ihr nehmt ein bisschen Tomatenmark. Da müsst ihr halt gucken, wie ihr es machen möchtet oder lasst noch so ein bisschen einkochen. Aber ich finde, so ist das perfekt. Ich hole mir jetzt mal ein Schüsselchen, fülle mir was auf und dann sehen wir uns drüben. Dann ist es vollbracht. Unsere Soljanka ist fertig. So schaut sie aus. Servieren kann man das Ganze dann so hier. Ich finde, das sieht hervorragend aus. In der Mitte so einen schönen Klecks saure Sahne. Ist optional, muss man nicht machen. Passt aber ganz gut dazu. Dann die Zitronenscheiben. Kann man auch noch dazu tun, hinterher noch mit ausdrücken, ist auch hervorragend, aber es hilft nichts. Ich werde mir jetzt hier mein Löffelchen voll machen. Ja, und dann werden wir probieren. Dann guten Appetit, vorher natürlich pusten. Ups. So, dann haben wir auch die Probierorgie beendet. Und was soll ich sagen? Es ist wirklich ein ganz, ganz einfaches Gericht. Aber geschmacklich eine Wucht. Wir nehmen hier eine Salami, die ja im Normalfall geräuchert ist. Das heißt, wir haben so einen leichten Rauchgeschmack dran. Dann die Jagdwurst, die auch mega viel Geschmack mitbringt. Dann hinterher einfach nur Lecho dran. Ein paar Gewürze, Chiliflocken, um so einen leichten Pfiff reinzukriegen. Ich kann nicht sagen, das ist einfach nur göttlich. Das wärmt von innen, das glaubt ihr gar nicht. Es ist wirklich, man kann es wirklich nicht in Worte fassen, wie sowas Einfaches so mega mäßig schmecken kann. Es wird ja immer abgetan als Reste essen, was ich jetzt so gar nicht finde, weil das ist voll eigenständig und lohnt sich so zu machen, weil was da im Mund los ist, das ist echt der Hammer. Aber es ist ja wie immer, die einfachsten Sachen sind meistens die besten. Also, wer Soljanka noch nicht gemacht hat, dem kann ich es wirklich nur empfehlen. Macht das mal so hier, auch wenn das jetzt hier die Version für Faule war mit Lecho. Man kann natürlich auch frische Paprika nehmen, das Ganze mit Tomatenmark machen und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, muss ja zwischendurch auch mal schnell gehen und lecker sein. Und von daher ist dann die Version mit Lecho, denke ich mal, auch für viele gemacht. Man kann es unter der Woche mal abends machen. Was auch hervorragend hierzu passt, ist ein bisschen Reis oder so ein paar Nudeln. Man muss es nicht ganz alleine essen, aber auch so mit einer Scheibe Brot oder Baguette oder Brötchen ist das Ganze perfekt. Also macht die Nummer nach, schreibt unten rein, wie hat es euch geschmeckt. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft, sind am Ende vom Video angekommen. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, diesen Ostklassiker, den solltet ihr auf jeden Fall machen, weil was da alles drin ist und zusammenkommt, das passt wirklich hervorragend. Dann hoffe ich, diese kleine Nummer hat euch gefallen. Sollte dem so sein, gebt mir gerne einen Daumen hoch, dann freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten, hier oben könnt ihr das nachholen, da ploppt mein Logo auf, das könnt ihr anklicken, dann auch die Glocke aktivieren, somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Video, gehabt euch wohl, euer Michael, macht's gut, ciao. Und diesmal hoffentlich ohne Schnupfen und Husten. You